Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Blender-Projekt. Heute geht's ans Eingemachte. Heute werden wir anfangen, der ganzen Sache Funktionalität einzuprogrammieren. Was wir aber zuallererst machen müssen, ist, unser Auto und unsere Räder erstmal zu benennen, damit die Game Engine auch weiß, mit welchen Objekten sie es zu tun hat. Dazu gehen wir hier in den Objekt-Tab und dann können wir direkt hier den Namen ändern. Wir nennen unser Auto einfach mal Car, Englisch für Auto. Und dann müssen wir unsere vier Räder benennen. Da fangen wir an, Rad vorne links, da mache ich mal WFL für Wheel Front Left. Und so verfahre ich analog Wheel Front Right für alle anderen Räder auch. Dann Wheel Rear Left und Wheel Rear Right, WRR. So, somit haben wir alle unsere Objekte benannt. Und dann widmen wir uns auch gleich einmal dem Code. Dazu werde ich mal hier drüben mir das Ganze ein bisschen zurechtziehen und hier oben mal in den Texteditor wechseln. Dann können wir hier auf der New-Schaltfläche einen neuen Text hinzufügen, ein neues Skript. Ich nenne es CarPhysics. Und dann fangen wir auch direkt einmal an. Zunächst müssen wir für die Game Engine ein paar Dinge importieren. Ich werde das Ganze jetzt mal auf Vollbild machen, damit ihr auch seht, was ich hier mache. Und zwar drücke ich mal STRG und F, dann können wir nämlich hier die Zeilennummern und das Syntax-Highlighting aktivieren. Dann schiebe ich das mal wieder hier rein. Na komm, jetzt. So, und jetzt fangen wir mal an hier. Ich kann ja auch mal ein bisschen zoomen, damit ihr das auf YouTube auch seht. Wir fangen an zu importieren. Wir importieren die Physics, jo, schreiben sollte man können, Physics Constraints. Und zwar geben wir den gleichen Namen zur weiteren Verwendung, einfach als Abkürzung PC. In der nächsten Zeile importieren wir from BGE, also von der Blender Game Engine, importieren wir die Logic. Und dann geht es auch gleich schon los. Unsere erste Variable nennt sich Scene. Ich kürze sie ab mit SCN. Ist gleich. Dann greifen wir gleich auf Logic zu. Logic.getCurrentScene. Also wir suchen uns, Klammer auf, Klammer zu, wir suchen uns die aktuelle Szene, in der wir uns gerade befinden. Das wäre ja dann hier unsere einzige Szene, die momentan vorhanden ist. Das wird auch erstmal so bleiben. So, dann brauchen wir als weitere Variable unser Auto. K ist gleich und dann wählen wir uns von der Szene, die das Programm ja jetzt kennt, ein Objekt aus scene.objects. Eckige Klammer auf, eckige Klammer zu und in Anführungsstrichen schreiben wir rein K, weil wir haben unseren Würfel ja gerade in K umbenannt, wie man hier unten links sieht. Das gleiche machen wir auch für unsere Räder. Dann kopiere ich mir das hier einfach gleich mal raus. STRGC ist gleich Scene Objects. Die haben wir ja analog dazu benannt, WFL, zack, eckige Klammer zu. Dann Wheel Front Right, war das jetzt richtig? Ja, das war richtig. Ist gleich Scene.objects Wheel Front Right, Klammer zu. Das Ganze auch noch für Wheel Rear Left, zack, WRL, Klammer zu. Und für das Rad hinten rechts, Rear Right. So, STRGV, WRR, eckige Klammer zu. Somit haben wir schon mal alle Variablen und alle Objekte in diesen Variablen. Als nächstes kommt die Initialisierung. Initialisierung. So, alles was mit einer Raute versehen ist und dann auch grün gezeichnet wird, wird von dem Code gar nicht beachtet und dient uns als Hilfe und ein bisschen als Übersicht. Dann fangen wir direkt mal an. Wir brauchen noch ein paar Physikvariablen, zum Beispiel unsere Physics-ID. Unser Objekt hat eine gewisse ID von der Physik und die holen wir uns hier mit, also k.getPhysicsID, Klammer auf, Klammer zu. Das wäre das. Dann susp, unsere Suspension, unsere Aufhängung, ist jetzt Physics Constraints, unsere Abkürzung hier von ganz oben. Punkt, das ist die Funktion create. Constraint, Funktion create constraint und der übergeben wir unsere Physics-ID
und die Zahl 0, ups, 0 und die Zahl 11. Fragt mich bitte nicht, warum man die Zahlen 0 und 11 übergibt. Das müsste ich jetzt nachschauen, das ist einfach so und das funktioniert. So, dann brauchen wir noch eine Constraint-ID, eine CID. Die ist jetzt von unserer Suspension, die ja jetzt auch deklariert ist, Punkt getConstraintID. Und wir machen das mal hier mit einem kleinen D. Der übergeben wir keine Werte. Klammer auf, Klammer zu, reicht. So, als letztes überschreiben wir unseren Suspension-Wert nochmal, da wir ja jetzt eine aktualisierte Verfassung davon haben, und schreiben physicsConstraints.getVehicleConstraint. GetVehicleConstraint, das ist auch richtig geschrieben. Und zwar von unserer Constraint-ID. Somit haben wir uns alle Werte, die wir brauchen, geholt und haben wir zum Schluss unsere Suspension, unsere Aufhängung, mit der wir auch weiterhin arbeiten können. Jetzt müssen wir, bevor wir ein Rad an unsere Suspension anhängen können, noch ein paar Werte deklarieren. Da wäre zum Beispiel wheel attach dir local. Ups. Das ist, wo bringen wir das Rad an? Hier, attach, das Rad wird angebracht. Direction ist die Richtung und das Ganze auf lokaler Ebene, also lokal vom Auto. Weil wenn sich das Auto später mal dreht, dann würden ja die ganz normalen Achsen nicht mehr passen. Und wenn sich das Auto dreht, kriegt das Auto eigene Achsen. Das werden wir alles später sehen. So, dem weisen wir einen Wert zu, und zwar einen Array-Wert, das heißt einen dreidimensionalen Wert. Und zwar 0, 0 und minus 1. Das wird sich später zeigen, was das genau macht. Wir schreiben das jetzt erstmal nieder und nachher können wir mit den Werten ein bisschen rumspielen und dann werdet ihr auch verstehen, was das tut. Wheel Axle Local ist auch sehr wichtig, also wo ist unsere Achse und wie ist sie angebracht. Das wäre dann minus 1, 0, 0. Habe ich mich verschrieben? Nein, das sieht alles ganz richtig aus. So, dann gehen wir hier mal ein Stück weiter nach unten. So, dann die Wheel Attach Position Local, also wo wird das genau, das hier war die Richtung, in der das Lokal angebracht wird und das hier ist die Position. Wir können das ja auch mal zur besseren Übersicht ausschneiden. Einfach hier oben mit dazufügen, damit wir wissen, das gehört zusammen und ist sich ziemlich ähnlich. Und da mache ich jetzt einfach erstmal Standardwerte, wie zum Beispiel 0,64. Das sind Werte, die müssen wir nachher sowieso noch verändern. 1,4. Komma ist hier übrigens immer ein Punkt, weil das amerikanische, englische Schreibweise ist. Und 0. Diese Werte müssen wir später noch justieren, aber als Anfangswerte funktionieren die erstmal wunderbar. Dann müssen wir das Rad noch ein bisschen spezifizieren, zum Beispiel der Wheel Radius, also der Radius von unserem gesamten Rad. Den setze ich jetzt einfach mal auf 0,4 Meter. Das heißt, das ist ein großes Rad, das ist dann 80 cm im Durchmesser, aber das werden wir später noch auf unser Radmodell genau anpassen. So, dann die Suspension Rest Length. Das ist also die Länge der Aufhängung, wenn sich das Fahrzeug in Ruhe befindet. Die setzen wir einfach mal auf 0,5. Oder 0,6 oder 0,5, ist eigentlich auch völlig egal, müssen wir später eh noch ändern. Und dann setzen wir den Wert has steering, welche Räder gelenkt werden und welche nicht, setzen wir zunächst erstmal global auf 0, weil wir momentan noch nicht lenken wollen. So, und jetzt brauchen wir nur noch als letzten Schritt die addWheel-Funktion. Unsere Aufhängung fügen wir mit addWheel ein Rad hinzu und jetzt verarbeiten wir die ganzen Werte, die wir hier oben deklariert haben, verarbeiten wir jetzt hier rein. Dann nehmen wir zum Beispiel jetzt unser Rad vorne links, Wheel Front Left, und sagen, übergeben einfach Attach Post Local, übergeben die Werte einfach der Funktion, die wir vorher deklariert haben, Wheel Attach Dir Local. Dann haben wir noch Wheel Axle Local. Dann haben wir Suspension Rest Length. Rest Length. Dann haben wir Wheel Radius. Wichtig ist, dass wir die Reihenfolge beibehalten. Und dann haben wir Has Steering.
Dann mache ich die Klammer zu und zoome mir mal ein bisschen raus wieder. Kann ich auch wieder auf Standard? Ne, kann ich nicht. Macht nichts. So, mit STRG und Pfeil nach oben wechsle ich wieder in unsere normale Ansicht. Speichere unser Projekt mal ganz kurz, das ist wichtig. Ich möchte das dann nicht alles nochmal eintippen müssen, wenn hier irgendwas schief geht. So, als nächstes, wo wir jetzt den Code geschrieben haben, müssen wir jetzt auch noch dafür sorgen, dass der Code überhaupt ausgeführt wird. Ich zoome mir mal noch ein bisschen raus, das sieht besser aus. So, und da gehen wir einfach mal hier runter. Wir animieren ja nichts, also brauchen wir die Timeline hier auch nicht. Gehen hier auf den kleinen Button und suchen uns hier den Logic Editor raus. Da haben wir jetzt hier, je nach ausgewähltem Objekt, die Logik für dieses Objekt. Und da haben wir hier unser Auto, unser Car. Ich mache das mal hier auf Vollbild, damit wir das auch ein bisschen besser sehen. Ach so, zoomt das. Und da fügen wir jetzt mal einen Sensor hinzu, und zwar einen Always-Sensor. Ich aktiviere True-Level-Triggering, sodass er in jedem Frame diese Logik ausführt, in jedem Frame, den unsere Physik berechnet. Und füge hier einen Python-Controller hinzu und nehme unser Skript, was wir eben erstellt haben, K-Physics, was hier schon drinstehen sollte, wenn ihr alles richtig gemacht habt. Verbinde die beiden und jetzt wird unser Skript ausgeführt. Was muss ich als nächstes machen? Ja, ich führe das Ganze jetzt erstmal aus und guck mal, was passiert. Um Gottes Willen, was passiert mit unserem Auto? Ja, das Ganze liegt daran, dass die Räder momentan ein Kollisionsmodell haben von der Physik. Das heißt, wenn ich das Rad hier mitten in das Auto reinsetze, was momentan der Fall ist, dann kollidieren die einfach ständig miteinander und schießen sich gegenseitig weg. Deswegen gehen wir mit einem Rad selektiert in die Physikeinstellungen hier rechts und wir wählen als Physics Type No Collision aus. Das machen wir für jedes unserer Räder. So. Und jetzt probieren wir das Ganze nochmal aus und wir sehen, unser Auto hängt so ein bisschen schief, fliegt nicht mehr weg, aber wenn wir hier ganz genau schauen, dann sehen wir, dass sich hier schon ein Rad befindet. Das Ganze geht momentan noch ein bisschen schief. Das liegt daran, wir haben nur ein Rad. Das heißt, wir werden jetzt mal hier noch ein paar mehr Räder hinzufügen. Gehe ich hier mal auf, kopiere ich das Ganze und füge das ein. Huch, jetzt ist meine Maus weg. Nein, da ist sie. Dann ändere ich die Räder. Rear Left und Rear Right. So, und wie es jetzt momentan aussieht, werden die ja alle an der gleichen Position gespawnt. Das kann ich euch mal zeigen. Wir werden jetzt hier sehr wahrscheinlich 4 Räder an der gleichen Position haben. Jo, wir sehen, die hier links sind jetzt alle weg und wurden unter das Auto gesetzt, aber alle an der gleichen Position. Und das heißt, wir müssen jetzt unsere Werte anpassen. Das werden wir machen. Also wir gehen mal davon aus, dass der Radradius und die normale Länge von der Aufhängung und unser Hairsteering, die bleiben erstmal alle gleich, egal welches Rad wir haben. Die einzigen Werte, die wir hier ändern müssen, sind die hier oben. Das heißt, ich kopiere mir die mal hier runter oder schneide sie aus. So. Und jetzt können wir uns hier so eine Konstruktion schaffen, indem wir die, da das Programm ja von oben nach unten immer schön durchläuft, indem wir diese Variablen einfach immer, bevor wir ein neues Rad ans Auto bauen sozusagen, nochmal aktualisieren. Und da haben wir jetzt zum Beispiel unser Rad vorne links, Wheel Front Left, was ja eigentlich völlig auf der anderen Seite war. Die Richtung hat gestimmt, aber es war ja hinten am Auto dran. Schauen wir uns das nochmal an. Hier ist ja unsere Motorhaube, das hier ist hinten und unser Rad ist hier hinten dran. Das gefällt uns nicht, unser Rad soll vorne sein, also Position. Ich denke mal, das sind X. Ja genau, das hier ist der Z-Wert, das ist der X-Wert, das ist der Y-Wert. Das heißt, wir schieben das auf der Y-Achse mal nach vorne, das heißt, wir machen hier ein -1,4, denn die Position geht immer vom Mittelpunkt des Fahrzeugs aus, der ja momentan hier relativ weit oben ist. So, das habe ich jetzt geändert. Jetzt gucke ich mal, ob wir hier vorne auf der Seite müssten wir jetzt eigentlich ein Rad haben. Ja, haben wir. Das funktioniert also. So, das heißt, unser vorne links Rad ist auf -1,4. Unser vorne rechts Rad ist auf -1,4. Die beiden sind hinten. Und jetzt müssen wir nur noch hier die Werte aktualisieren. Da setzen wir das hier mal auf die andere Seite. Und da setzen wir das hier mal auf die andere Seite. Und dann schauen wir uns das mal an. Ja, jetzt sehen wir, dass unser Auto auf allen 4 Rädern steht.
Das Einzige, was momentan noch nicht passt, warum auch immer. Ach so, ich weiß, warum das nicht passt. Ja, das heißt, unser Auto steht auf 4 Rädern. Wie wir sehen, ich kann jetzt hier auch mal auf Wireframe gehen und da sehen wir, dass die Räder hier angepasst werden. Nur das einzige Problem, was wir momentan noch haben, wenn wir uns unser Auto mal komplett von vorne anschauen, was ist hier los? Unsere Räder sehen komisch aus und vor allen Dingen, unsere Räder schauen alle in die gleiche Richtung. Das liegt daran, dass wir die Räder ja nicht drehen. Deswegen müssen wir zwei unserer Räder, und zwar die jeweils rechte Seite, noch einmal umdrehen. Das ist Wheel Front Left, vorne links, und das ist hinten. Ach Quatsch. Das ist vorne rechts, das ist hinten rechts. Die müssen wir im Edit Mode, ich ziehe die mal kurz hier ein bisschen raus, damit wir die auch einzeln bearbeiten können, müssen wir im Edit Mode, wenn ich mir die mal von vorne anschaue, einfach nochmal spiegeln. Das heißt, ich gehe auf Mesh, Mirror, und das ist die X-Achse, die rote Achse ist die X-Achse. Dann gehe ich hier, okay, auf... Warum reagiert das nicht? Irgendwas habe ich jetzt hier falsch gemacht. Ich mache das Ganze nochmal. Mesh, Mirror, X. Ach so, und dann muss ich nochmal links klicken, damit das auch angepasst wird. Tab macht das Gleiche bei dem hier auch. Sicher sein, dass alle ausgewählt sind. Mesh, Mirror, X, Global. Zack. Und jetzt probieren wir das Ganze nochmal aus. Und jetzt sollte das um einiges besser aussehen. Ja, unser Auto steht auf allen 4 Rädern. Und die 4 Räder sollten auch einigermaßen ordentlich angezeigt werden. Ich kann ja hier mal ein Stück reingehen. Jo, das sollte passen. Oder? Ich überlege gerade. Wir können ja mal die Räder ein Stückchen weiter nach außen machen, damit die nicht im Auto stecken, sondern damit wir die auch draußen haben. Das war ja hier der Wert. Wir setzen das einfach mal auf 1 und machen es uns hier einfach. 1, minus 1, 1, minus 1. Wir speichern das Ganze nochmal, drücken auf P, schauen uns das an. So, jetzt stehen unsere Räder draußen. Wunderbar. Und wir sehen, die Räder hier sehen schon wieder schlecht aus. Das heißt, die haben wahrscheinlich schon wieder falsche Normalen. Das heißt, wir gehen hier rein, drücken Ctrl N als Shortcut. Das war ja das gleiche wie Mesh, Normals, Recalculate Outside, Steuerung und N. Machen das gleiche bei dem Rad hier auch noch. Alle auswählen, Steuerung N. Und dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. Ja, und das passt ja jetzt sogar einigermaßen. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel unseren Boden ein bisschen schief machen, ich speichere erstmal nochmal kurz, STRGS, und wir machen unseren Boden mal ein bisschen abschüssig, dann sollte unser Auto auch schon losrollen. Das tut's. Ja, das war's sozusagen in dem Part. Und weiter geht's im nächsten Teil.